Die Musikwelt trauert. Toni Marshall, 85, schaffte 1971 mit seinem Schlager-Hit Schöne Maid den Durchbruch und konnte in den darauffolgenden Jahren knapp 20 Millionen Platten verkaufen. Er wurde für seine meist fröhlichen Lieder bekannt, was ihm auch den Kosenamen Stimmungsmacher der Nation oder auch Fröhlichmacher der Nation einbrachte. Der Musiker fasste zudem auch Fuß als Opernsänger. Jetzt ist Toni verstorben. Der 85-Jährige starb am gestrigen Abend, das gab eine Sprecherin der Familie des Musiktalents bekannt. Zuletzt zog sich Toni bereits weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, da er mit einigen gesundheitlichen Hürden zu kämpfen hat. Der Sänger hatte einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen und litt an der Nervenkrankheit Polyneuropathie. Diese sorgte dafür, dass der Schöne Maid-Interpret sich zunehmend weniger bewegen konnte. Im vergangenen November wurde bereits bekannt, Toni möchte außer seiner Familie niemanden mehr sehen, weil er sich zu schwach fühlt. Er will als fröhlicher Entertainer in Erinnerung bleiben. Der Familienvater hinterlässt 3 Kinder und ein Enkel. We'll be right back.